Hallo, meine lieben Werkzeugfische, und willkommen zu Lego Explorer Nummer 4 2023. Ja, alle Gerüchte darum, dass das Heft verschwunden ist, sind nicht wahr. Das Heft läuft einfach weiter. Einfach so. Haha, ist nur ein bisschen später, weil es kommt jetzt nicht mehr monatlich, sondern noch sechswöchentlich. Das heißt, zum Beispiel letzten Monat gab es dann kein Heft. Dafür gibt es diesen Monat. Wir sind gerade noch im Mai, zählt schon fast als Juni für die Hefte, aber gibt es jetzt wieder. Keine Sorge, das Heft läuft weiter, ein paar weniger Ausgaben. Dieses Jahr ist es aber noch sicher, so wie es aussieht. Nächstes Jahr müssen wir wieder schauen. Gibt nämlich auch schon eine Vorschau aufs nächste Heft. Ich muss eigentlich zugeben, okay, vielleicht konnte man nicht wirklich merken, dass es die Lego Explorer 4 2023 ist. Das versteckt sich nämlich heftig hinter ein paar Polybags. Wir haben natürlich die angekündigte, der Hammerhai, den bauen wir gleich auf. Und dann gibt es noch einmal Resteverwertung. Der Verlag hat wieder ein paar Polybags aus alten Heften übrig gehabt und packt die als zweites hier drauf. Ich hatte jetzt diesen Bagger hier, auch im Bahnhof nur den Bagger gesehen. Ich vermute mal, dass es unterschiedliche gibt, je nachdem, an welchem Laden ihr seid oder auch in welcher Gegend. Leider sagen die diesmal nicht, welches Set ihr als zweites bekommen könnt. Beim letzten Mal, als zwei Polybags drauf waren, haben die noch gesagt, von welchen dies eine sein kann. Jetzt bekommt man nur die drauf, ohne Kommentar, ohne Anleitung, ohne irgendwas. Lässt folgende Möglichkeiten. Man betrachtet diese Steinetüte, offen gestanden meine Möglichkeit. Man versucht es zu bauen nach dem Bild, das man hier sieht. Nicht so schwierig, weil der Bau ist relativ einfach. Dritte Möglichkeit, ihr schaut das alte Video, das ich am Ende hier verlinken werde, wo ich das Ding einfach mal aufbaue. Vierte Möglichkeit, ihr habt das alte Heft noch und habt davon die Bauanleitung noch und könnt es nochmal bauen, wenn ihr wollt. Das sind so ziemlich die Optionen, die es damit gibt, denn es gibt hier keinen Hinweis darauf, dass überhaupt eine zweite Tüte da ist. Das Einzige, was darauf hinweist, ist der leider erhöhte Preis. Wir sind bei 5,99 bzw. 6,50 für Österreich, 11,90 für die Schweiz und entsprechend auch höhere Preise für den Rest der Welt, vor allem Europa. Aber in Portugal nur kontinental. Kein Mensch weiß, was auf der portugiesischen Insel kostet. Ein Rätsel, das wir hier auch nicht lösen werden, aber hey, ist das eigentlich ein niederländischer Preis? Ah, Benelux. Angesichts dessen, dass die Niederlande aus drei Staaten bestehen, die über den kompletten Planeten verteilt sind, würde mich jetzt schon interessieren, ob der Preis, der hier für Benelux steht, auch für die niederländischen Antillen gilt. Interessante Frage. Aber keine, die wir heute klären werden. Heute werden wir die Frage klären, was ist das für ein Heft? Was ist da drauf? Ich löse den mal ab, dann können wir mal gucken, wie das Heft ohne Beutel aussieht. Ist vielleicht auch mal ganz spannend. Ich habe nämlich den Kleber diesmal noch nicht abgemacht, weil ich mal zeigen wollte, wie das Ding im Kiosk lag. Und mehr Kleber. Okay, der geht aber relativ gut ab. So, das ist das, wo irgendein Coverdesigner sich wirklich Mühe gegeben hat. Und der säuft sich jetzt die Welt schön, weil alles das hier sieht niemand außer ihm. Ah, schade um die Arbeit. Achtung, Haie, das ist kein Hai. Ich weiß nicht, ob das auffällt, aber das ist kein Hai. Das ist der Drache, immerhin der Drache von Kai. Wenigstens reimt es sich, aber das ist immerhin halbwegs ein Hai. Das ist auch kein Hai. Wobei, vielleicht heißt der auch Kai. Und das hier ist Ulrike, die heißt nicht Kai. Hier ist noch einer, der könnte, nee, ist auch ein Mädel. Das ist Anna, heißt auch nicht Kai. Auch kein Hai. Immerhin hier. Ah, wahrscheinlich war die Idee ursprünglich, dass das Cover designt wurde mit nur dieser Polybag drauf. Und dann sieht man das noch. Ja, und dann hat einer gemerkt, hey, wir haben noch Vorrat. Wir schmeißen eine zweite Polybag drauf und fragen dafür einen Euro mehr. Ich meine, Euro ist für eine Polybag, auch für die Kleinen beim Explorer halt nichts. Das ist preislich in Ordnung. Es ist dennoch immer wieder blöd, dass es als Überraschung kommt. Weil dann muss man plötzlich einen Euro mehr hinlegen und weiß es vorher nicht. Gut, ist ein Euro. Trotzdem, ne, es ist einfach lästig. Ich habe da ja mal mich bei Ninjago ausgiebig drüber aufgeregt, dass es einfach so ohne Ankündigung kommt, weil dann hat man halt nur einen Fünfer in der Tasche und dann plopp, geht das los. Ja, es wäre halt klüger, wenn die einfach die Polybags irgendwo in den Shop einstellen würden, bei eBay, bei sich selber, mir egal, der Verlag, und dann könnten die für 2 Euro sogar loswerden. Haha, und Versandkosten. Aber gut, dafür müsste man Geschäftssinn haben. Reden wir da nicht weiter drüber, reden wir über das Heft. Das Heft ist diesmal sehr, sehr thematisch. Also sehr, sehr auf Fische und unter Wasser und so weiter. Wir haben
Okay, keine Fische und keine Tapas. Keine Tapas, aber der Rest ist sehr, sehr darauf ausgerichtet. Na, hier ist Fisch. Okay, das könnte auch ein Jetski mit Flossen sein. Das da drüben ist definitiv ein Fisch. Fisch wird hier gebaut. Wir haben ein bisschen mehr unter Wasser mit Rätseln natürlich. Mit mehr Fischen, mit. Moment mal, fällt mir gerade erst auf. Ist der Comic, da ist man gar nicht dabei? Ist eine Menge Fisch, noch mehr Haie. Comic weg? Sorry, ich habe da vorhin schon durchgeblättert, aber ich glaube, ich habe keinen Comic gesehen. Ja, Comic ist weg. Kein Comic mehr. Okay. Offenbar haben die gemerkt, dass das nicht wirklich preis-leistungsmäßig funktioniert hat. Dass das bei dem Heft nicht wirklich ankam. Wobei, schlecht war das Comic eigentlich nie. Bisschen komisch. Naja, vielleicht halt auch nur die Zeichnerin oder der Zeichner ein Schnupfen. Wer weiß schon, was da los ist. Oder keinem ist was eingefallen, was man mit Haien machen kann. Sehr zweifelhaft, dass jemandem nicht einfällt, was man mit einem Gott von einem Hai machen kann. Das ist nur wirklich ein Thema, zu dem man so viele Filme hat. Da kann man mit Sicherheit auch ein Thema für einen Comic finden. Aber okay. So, apropos Hai. Nee, Moment, kurz noch. Eins, nämlich die Mocs von Lesern, da fand ich ein paar ganz Sachen ganz nett. Erstmal, kennt ihr diesen Schiffsrumpf? Das Ding ist richtig, richtig alt. Das sind Teile, das war ein Frachtschiff, glaube ich, von 1985. Also richtig alte Teile. Ich hatte das Ding noch als Kind. So alt ist es. Mein Gott. Und diese schöne Galerie zeigen wir hier einfach auch mal. Denn es sind schöne Sachen dabei. Ich finde, das ist ein sehr schönes Aquarium. Einfache Geschichte von der Machart, aber sehr, sehr schön. Na, immer wieder schön zu sehen, dass hier die kreative Seite so ein bisschen gefördert wird. Okay, das ist ein Rätsel und das ist unsere Bauanleitung für diesen Fisch. Sehr, sehr breiter Fisch ist im Bild nicht so hässlich, wie ich erwartet habe. Mal gucken, wie er von vorne aussieht. Wir haben noch eine Setnummer, die 64.2841. Das ist keine Setnummer, das ist eine Itemnummer. Hier ist die Setnummer, die 11.977. 40 Teile, nicht allzu viel, relativ kleine Polybags, aber es sind immer so, dieses Ding kleine Polybags, steht ja hier auch die Teilezahl drauf? Nee. Okay, das ist auch neu, dass Teilezahlen draufstehen. Das ist eigentlich eher amerikanisch, aber hier steht Bauspielzeug. Ist also nicht so amerikanisch. Ja, genau. 40 Teile, Pizzitzis. Und ein bisschen Plastik abgerissen. Oh, ich habe ihm die Schwanzflosse abgerissen. Es ist sehr, sehr grau. Vielleicht bauen wir jetzt auch Star Wars. Ja, da ist noch eine Stange drin. Komm raus. Unten Pinöppel mit Loch. So, jetzt ist die Tüte leer. Okay. Tüte beiseite, die Tüte auch mal beiseite. Wie gesagt, das Video zu dem Heft mit dem Extra, das werde ich am Ende verlinken. So, und dann machen wir mal. Was machen wir denn? Wir machen das hier und und schon bin ich verwirrt. Ah, okay, die Dinger. So. Ich hoffe, da kommt noch eine große Platte drüber, sonst ist das hier nicht sehr stabil, die ganze Geschichte. Klassiker. Das gute alte Lego Space Triebwerk. Ah, jetzt kommt die große Platte drüber, jawohl. So hatte ich doch gehofft, dass da irgendwas kommt. Upp, hier geblieben. Kommst du wohl hier? So, da hinten noch einer von denen. Und okay, jetzt lege ich das mal eben beiseite, um den Rücken zu bauen. Naja, gut, wenn sie Spaß dran haben, dafür eine Jumperplatte zu verwenden, warum nicht? War leicht überflüssig, hätte man auch mit einer Plate machen können, aber. Wenn sie Spaß dran haben.
Und noch einer. So, und das ist die erste Seite unserer Bauanleitung. Sie sehen noch nicht viel Fisch, aber es ist ziemlich klar, was es werden wird. So könnte es halt auch im Weltraum rumschwirren und wirklich zwischen Star Wars Raumschiffen irgendwie fliegen und keinem würde es auffallen. Wirklich niemandem. Aber schauen wir doch einfach mal die zweite Seite der Bauanleitung und bauen wir an der... Was zum Teufel? Sorry, ich bin gerade komplett verwirrt gewesen. Ihr werdet nachher noch sehen, warum. Aber okay, jetzt die restlichen Jumperplatten, die machen deutlich mehr Sinn, weil die zentrieren natürlich hier die Rückenflosse. Und dann fangen wir an, eine Schwanzflosse zu bauen. So, und ist das richtig? Das ist richtig, okay. Okay, warum nicht? So, Schwanzflosse. Und was um Himmels Willen soll das mit den Augen jetzt geben? Weil ich hätte jetzt einfach hier drauf... geht nicht. Aha, deswegen ist hier noch die Stange bei. Dann kommt die jetzt hier durch. Plopp. Oh, das werden etwas ungleiche Augen. Der muss definitiv... Kann man den da noch ein bisschen... Nee, kann man nicht. Den kann man nicht weiterschieben. Was? Ach so, Moment. Ja, ich bin falsch. Ich bin falsch abgebogen. Es kommen zwei Einzelpinöppel mit Loch drunter. So, und jetzt stimmt nämlich der Abstand. Okay, weil das sah nicht richtig aus. So ist richtig. Jetzt haut es auch hin. Alles klar. So, haben wir noch was? Nee, das war er. Das kann doch nicht gewesen sein. Genau, das kommt noch. Er kriegt noch einmal, zweimal Brustflossen. Und das war er. Ein Einzelpinöppel mit Loch und ein Auge sind übrig. Das sind Ersatzteile. Und dann haben wir hier einen Fisch. Ein Haifisch, ein Hammerhaifisch. Okay, ja. Ist okay. Schön, dass man diese Farbschattierung hier wieder gegeben hat. Der Bauch hell, der Rücken dunkel. Bauch in weiß wäre noch cooler gewesen. Aber manche Haie haben auch mehr das hellgrau. Einfach nur ein bisschen bläulich wäre cool gewesen. Wobei, das ist ja dark bluish gray und light bluish gray. Kopf. Sieht nicht so bescheuert aus, wie ich dachte. Außerdem ist es ein Hammerhai. Die sehen halt einfach von Natur aus bescheuert aus. Passt schon. Ist okay. Es war jetzt teilemäßig absolut gar nichts Spannendes dabei, bis auf vielleicht halt das klassische alte Space-Turbinen-Teil, das immer noch lebt. Es ist für Nostalgiker einfach super. Wir haben ein paar Flossen. Wir haben eine Schwanzflosse, die halt nicht so geht, dass sie schwimmen kann, sondern so. Kleine Kritik an dem Ding, weil ich ziemlich sicher bin, dass man die auch hätte so rum anbringen können. Also mit einer anderen 1x2er-Platte entsprechend so hätte anbringen können, dass die sich so bewegt, wie halt beim richtigen Hai. Das wäre cool gewesen. Der kann das halt nur so, als wäre ein Walfisch oder ein Delfin. Was bei einem Hai relativ wenig bringt, weil die Flosse ist dann aufrecht, nicht waagerecht. Naja, gut. Das ist ein Problem für den Hai. Dann kann er immerhin keine Leute fressen, weil der kommt gar nicht schnell genug an die ran. Da fällt mir gerade auf, dass er nicht wirklich ein Maul hat. Aber ja, gut. Der hat einen Schlitz, da kann er essen. Da kann er ein bisschen was futtern. Die Brustflossen lassen sich bewegen. Quasi automatisch. Das funktioniert. Rückenflosse ist fest, aber es ist ein Hai, der bewegt die Rückenflosse ja auch nicht. Und alles in allem, nette Formgebung. Keine besonderen Teile, die irgendwie erwähnenswert wären, aber ist ein netter kleiner Fisch. Also da kann man echt nichts gegen haben. Der ist in Ordnung. Ein Haifisch. Ein absolut in Ordnunger Haifisch. Und wie gesagt, es gibt da noch ein zweites Set dabei. Ich vermute mal, dass nicht alle den Bagger bekommen. Ich habe den Bagger bekommen. Ich lieber was anderes bekommen, aber ich habe den Bagger bekommen. Und dafür ist es ein Euro mehr. So läuft die Welt manchmal. Fisch ist nett. Fisch ist nett. Und 1 Euro für eine weitere Polybag ist jetzt auch in Ordnung. Ne? Lego ist teuer, das geht schon. So, nächstes Mal. In der Zukunft haben wir noch mehr im Wasser. Wir haben Zeitreise zu alten Kulturen. Also nicht spezifisch Wikinger, sondern überhaupt alte Kulturen. Wie zum Beispiel Hippies.
und die 90er. Okay, wir kriegen dieses Wikinger-Schiff beim nächsten Mal. Das kommt am 28. Juli raus. Sieht ganz nett aus, sieht auch größer aus als die Extras, die wir zuletzt hatten. Da bin ich mal gespannt. Und ich hoffe, ihr seht es auch. Ansonsten geht es bei den Zeitschriften weiter am Dienstag mit Lego City. Ich sage erstmal bis dahin und viel Spaß beim Bauen.